Fressig. Warte. Was möchtet ihr? Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Oh, wurde aber auch Zeit. Stirb, Kreatur. Schlecht sein Haus. Die Dienerin der Natur ist bereit. Wo ist noch zu jung, um mich zu rächen? Da sind die Bolzen weg. Auf geht's, schön. Schwerter statt Erwerb. Habt ihr einen Plan? So. Ich warte auf euren Befehl. Was ist auf dich? Ach, Zauber gescheitert. Ah, das ist auch nicht so schön. Vita Mortis Cardia. Vita Mortis. Haben wir wohl die hohen Gäste? Vita Mortis. Der Quatu verdichtet. Vita Mortis. So, da Imoen jetzt gerade keine, also nicht mehr viel Munition hat für das Ding. Steigen wir mal wieder auf Pfeile um, dass sie die auch mal los wird. Weil ich glaube, im Endeffekt wird es darin bleiben. Ja, die Dwarf-Schnellschnurzahnbrust hat auch den Nachteil, sie zerfällt. Ebenso wie alles andere. Also können wir ebenso gut die Bolzen der Dwarf erstmal verballern. Und werden ja bei den Quatu auch Bolzen kriegen. Vorausgesetzt, wir finden mal welche. Ah! Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Nein, hört auf. Okay. Oh, da hat mich ein Säurefall gut getroffen. Aber auch Zeit. Ich warte. Ja? Vita, Vita, Mortis, Mortis, Mortis. Vita, Mortis. Da müssen wir einfach nur ein bisschen gegenheilen. Ist was los? Geht klar. Schon sind wir im grünen Bereich und haben auch jede Menge neue Bolzen. Jo, Kuatau-Bolzen. Der passt da nicht, leider nicht rein. Trank der Einsicht. Haben wir davon nicht welche? Wendigkeitstrank. Ich glaube, hier sind kaum Tränke drin, nur so Schnelligkeitsöl und so. Also ja, Trank der Einsicht. Nehmen wir mal hier auf, das ist eigentlich ein Identifikationstrank. Nö, der erhöht Weisheit. Auch gut. Fragt nun gut. Gut, das war der nächste falsche Raum.
Ist aber halb so wild. Es gibt ja noch mehr zu erkunden. Au. Das war wohl ein Schutzzauber. Keine große Herausforderung. Nun gut. Ich warte, was immer ihr wünscht. Oh, noch mehr Kuatu. Oh, viel mehrere. Ja? Ja? Das macht Spaß! Was, Bo? Ich helfe, wie immer ich kann. Okay, okay. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage das Hemd aus. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Ein Peitscher. Ihr habt es so gewollt. Okay, sind alle tot? Sind alle tot. Also jedenfalls sind hier alle tot. Dinge wiegen ja zum Glück nichts. Also gehen wir jetzt einfach mal in Yahira. Genauso wie die ganzen Edelsteine hier. Weil hier ist einfach kein Platz mehr gewesen. Okay. Ich warte. Die Natur könnte selbst hier ein Zivil sein, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurück. Die Dienerin der Natur ist Vita. Bereit. Los, spuck es aus. Ja, schon erledigt. Dann nimmst du noch das, was hier liegt, Yahira? Auf geht's. Verstanden. Bolzen und ein Ring, so. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Also, da ich die Schnellschussarmbrust hier unten benutzen kann, benutze ich sie. Jetzt würde ich aber trotzdem mal gerne wissen, was auf der anderen Seite dieses glühenden Sees ist. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ein Raum. Ich bin aber gerne. Schwerter! Wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Ich bin bereit. Jawohl. Also wenn ich sie einzeln drüber schicke, passiert nichts. Ist was los? Schön. Schneller als Chick-Ticker Schnellpratze. Gut. Wo
Muss ich auch auf dem Rückweg bedenken. Ich warte. Keine große Herausforderung. Das sieht hier aus wie die Thronhalle oder etwas anderes Böses, weil hier sind die Liefiden-Statuen. Ja, nun gut. Um 5 zu befreien und eure Belohnung zu erhalten, müsst ihr Demogorgon ein Opfer darbringen. Fragt nur, was möchtet ihr? Ja, das hier wird Demogorgon sein. Hm, erzählt mir mehr davon. Die Inschrift der Statue lautet wie folgt. Bringt dem großen Demogorgon ein Tieropfer dar und platziert es vor seiner Statue. So erwachen seine Kinder aus dem langen Schlummer. Aha. Ich war keine große Herausforderung. Ring? Ja, nun gut. Wie war das mit dem hier nochmal? Das ist Schmieren, das kann verkauft werden. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Wenn ihr es wollt. Zeit aufzubrechen? Wurde aber auch Zeit. Nee, Yahira kann keine Tiere beschwören. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Sprecht, Freiherr, schon unterwegs. Minsk und Bo, allzeit bereit. Stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen einfachen Tod gönnen. Ja, geht klar. Braucht ihr etwas? Ich werde es tun. So, alle halt drüber. Gut. Euer Wunsch ist mein Begehr. Keine große Herausforderung. Ha! Ein stinkendes Loch des Bösen. Die hätte ich auch gemacht. Denn wir eine Quau. Keine Spalte unerforscht lassen. Ich warte. Gut. Befolgt die Befehle der Matriarchin und lebt! Halt, nur die Überfallstrupps dürfen in dieses Gebiet. Ihr werdet jetzt in die Stadt zurückkehren, sonst werdet ihr getötet. Dazu gibt es nichts zu sagen. Keiner passiert hier ohne trifft den Grund. Kehrt in die Stadt zurück. Na komm, wir sollten einander helfen. Vielleicht könnte ich euren Lohn ein bisschen aufbessern. Dann werden wir kämpfen müssen. Ihr werdet mich vorbeilassen. Wir müssen dringend passieren. Die Elfen planen einen Angriff gegen unsere Truppen. Ja, nehmen wir mal die 1. Ihr wollt mich bestechen? Ihr wagt es, meine Position mit dem Magel von Gold zu entehren? Es ist eine Spende an euer Haus. Eine, die künftige Bündnisse aufbauen wird. Was seid ihr zu fein für ein bisschen Gold? Ihr habt natürlich recht. Ich hätte so etwas nicht sagen sollen. Aber die Zeit ist knapp. Wir müssen hindurch. Es wird ein Angriff stattfinden. Nehmen wir mal die 1. Das hört sich schon besser an. Schön, ich werde annehmen, was ihr geben wollt und es in die Zukunft meines Hauses investieren. Das heißt, wenn es ausreichend geehrt wird. Ich biete euch an, wie viel ich kann. Ich hoffe, dass es euch genügt. 1000 Goldmünzen. Das wird genügen. Geht aber kehrt nicht auf diesem Weg zurück, sonst werde ich meine Großzügigkeit korrigieren. Ja, was möchtet ihr? Das ist ein Ausgang. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der Scheißausgang hinführt. Ah, da ist der Obermufti. Nächstes Mal. Oder ist das da der? Okay.
Ja, die jammern nach Heiltränken. Nächstes Mal. Kein Problem. Auf geht's. Also diese Lähmungspfeile bewirken wahre Wunder, muss ich sagen. Deswegen sollte ich sie aufheben. Für Galankenschinder.